Das hat mich fasziniert. Ich konnte mir das auch gut vorstellen, weil ich wusste, mit Stellvertretern wird in Familienaufstellungen viel gearbeitet. Stellvertreter können viel herausfinden, sozusagen, was man sich so nicht vorstellen kann, was für den auf den ersten Blick immer unglaublich erscheint. Also warum sollte das nicht auch mit einer Rückführung gehen, mit einer stellvertretenden Rückführung? Und bei einer stellvertretenden Rückführung braucht man eigentlich zwei Personen, sozusagen man braucht den Rückführungsleiter oder Rückführungstherapeuten und man braucht einen Stellvertreter, der als Stellvertreter für den Klienten dann Medium ist. Natürlich sollte der Stellvertreter Erfahrung haben in Rückführung, frühere Leben, sollte mediale Fähigkeiten, Talente möchte ich gar nicht nennen. Ich glaube fest daran, dass man das, dass jeder das lernen kann. Also sollte Grundfähigkeiten haben. Und am Anfang, als ich es kennenlernte, war es für mich immer so eine Ausnahmegeschichte halt, eine Ausnahmegeschichte, wenn es dann bei dem Klienten nicht klappt, weil ich damals noch geglaubt habe, naja, wenn ich das selber mache, das hat schon einen anderen Wert. Ich bin im eigenen Erleben drin, im eigenen Erfühlen drin. Ich sehe das ja selber.